Und damit ein herzliches Willkommen auf Max Gaming Channel. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute mal einen kurzen Überblick über das neue Kammersylph Teil 1 Update geben, was am 27.09. auf die europäischen Server aufgespielt wird. Und damit ihr wisst, was uns da erwartet, möchte ich euch mal kurz in den nächsten Minuten erklären, was für Neuerungen eigentlich im Spiel Einzug halten. Okay, also als allererstes wird es ein neues Gebiet geben, das sogenannte Kammersylph-Gebiet, das Gebiet der Elfen, das südlich von Trent und Bär liegt, also südlich von Kalfion. Und da erwartet uns als erstes erstmal eine neue Hauptquestlinie, die man natürlich erst mit 58 starten kann. Also Leute, an die, die noch nicht 58 sind, ne, beeilt euch, neue Hauptquestlinie. Wichtig ist, die neue Hauptquestlinie durchzuquesten, da es am Ende wieder tolle Questbelohnungen geben wird, wie zum Beispiel Beitragspunkte EP, verschiedene seltene Gegenstände und natürlich ganz wichtig den Valterra's Spirits Crystal, der natürlich für die Offhand ist und der ziemlich gut ist. Ebenfalls wird es neue Grindspots geben, die aber nur eben halt für Leute sind mit hohem Level und sehr gutem Gear. Ne, also für Leute, die niedriger sind und noch nicht so gutes Gear haben, sind diese Grindspots noch nicht. Die werden erst mit Kammersylph Teil 2 eingeführt werden, wo dann auch kleinere Leute mit schlechterem Gear dort leveln können. Ungefähr die Stärke der Grindspots, die Mobs, ungefähr sind zwischen Sulfurmine und Akman angeordnet. Also sprich, so schwer sind halt eben die Mobs. Also nichts für Weicheier. Okay. Die nächste neue Änderung ist das T9 Pegasus-Pferd, was in Kammersylph Einzug hält. Dieses T9 Pegasus-Pferd kann man eben halt auf bestimmte Arten bekommen. Und zwar, man muss erstmal einen T8 Cursor besitzen. Also wer nicht weiß, was ein Cursor ist ein Pferd, was bestimmte Skills besitzen muss, um ein Cursor zu sein. Das erkennt man dann meistens oben an dem Pferdekopf. Wenn man also das Pferdemenü aufmacht, dann hat man da einen Pferdekopf und wenn der Gold ist, dann hat man einen Cursor. Und hier benötigt man einen T8 Cursor, um zum Beispiel ein T9 Pegasus zu erwecken. Das ist aber nicht alles, was man benötigt. Man muss also dieses T8 Cursor Pferd zur Stone Tail Ranch nach Media bringen und dort muss man das trainieren. Ich möchte aber jetzt hier die T9 Guide beenden, weil einfach es noch viele, viele kleine Sachen zu beachten gibt. Ich werde euch auf jeden Fall eine deutsche T9 Guide unten in der Videobeschreibung linken, also schaut mal da rein. Die nächste Neuerung und auch eine interessante Neuerung ist der Altar des Trainings. Es gibt natürlich drei Arten oder drei Möglichkeiten, den Altar zu spielen. Die erste Möglichkeit ist natürlich die Questlinie Uralter Miromok-Ruinen muss man beendet haben und man muss dann mit dem NPC, der in der Nähe steht, den Milford genannt, ansprechen. Dazu braucht man noch zusätzlich 10 Energie und dann erhält man sozusagen die Valterra, die Einführung des Trainingshandbuches. Das ist sozusagen dieses Beschwörungshandbuch, womit man dann eben halt erstmal diese Einführung aktivieren kann. Wichtig ist, dass diese Möglichkeit nur einmal pro Charakter möglich ist und sich nicht nochmal resettet. Die zweite Möglichkeit, man muss Level 58 oder höher sein. Man muss die komplette Hauptstory von Kammersylph und die Quest Token of Lemuria Guards beendet haben, dazu 100 Energie besitzen und dann wiederum Milford ansprechen, den Start-NPC, und man erhält dann Valterra Trainingshandbuch, womit man dann auch wieder eine Instanz oder eine Beschwörung starten kann. Wichtig, hier nur alle 3 Tage abschließbar. Die dritte Möglichkeit ist die fortgeschrittene Variante, die Level 58 oder man muss halt Level 58 oder höher sein. Man muss erfolgreich Trainingsquest Valterra Ruinen Sakrament abgeschlossen haben, um dieses fortgeschrittene Trainingshandbuch zu erhalten. Und wichtig, sie ist nur einmal wöchentlich möglich. Was gibt es denn eigentlich da für Rewards oder was erwartet uns dort? Was gibt es da für Belohnungen? Also garantiert gibt es Combat XP, Skill XP, Blackstones Waffen, Blackstones Rüstung und Jägersiegel, Goldbarren und ganz wichtig Shattered Light of Valterra. Das ist natürlich eintauschbar. Bei Milford gegen 20 Shattered Lights of Valterra bekommt man dann quasi einen Gegenstand. Und zwar den Valterra's Hidden Light Belt. Da kommen wir gleich zu.
Außerdem erhält man eine Chance auf Wildwut oder Forest Fury. Die benutzt man halt auch für die Steine. Da kommen wir gleich dazu, für die Kristalle. Und dieser Valtaras Hidden Light Belt kann natürlich auch bei den Bossen droppen. Aber wichtig, nur bei der dritten Möglichkeit, also bei dem fortgeschrittenen Trainingshandbuch, also bei der Instanz oder bei der Beschwörung, kann man das nur in der dritten Version, also in der fortgeschrittenen Version, kann man Wildwut, Forest Fury und Valtaras Hidden Light Belt erhalten und in der zweiten Variante nur das Forest Fury. So, ich möchte euch dazu noch einen kleinen Guide in die Videobeschreibung noch linken. Guckt einfach mal unten rein, dann könnt ihr nochmal nachgucken. Da ist es alles nochmal genauer erklärt, weil das halt unterteilt ist in Stufen, was man erhält und so weiter und so fort. So, dann der Boss Ahibs Griffin. Das ist der neue Boss. Der spawnt irgendwo in Karmasiv. Ich habe leider keine Angaben genau dazu gefunden. Das soll auf irgendeiner Ebene sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur lediglich, wie das Vieh aussieht. Das ist ein Riesengreif. Und der lässt mit einer geringen Chance, wie auch die anderen Bosse, ne, den Griffins Helm fallen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den wichtigen Items eigentlich. Also diese Items, die momentan im Update 1 drin sein werden. Das ist einmal, wie vorhin schon erwähnt, Valtaras Hidden Light Belt. Die hat, wie gesagt, eine Chance auf Drop im Altar der Trainings der Fortgeschrittenen oder ist halt gegen 20 Shattered Lights eintauschbar. Zweitens, der Griffin Helm ist auch reingekommen. Ist natürlich der Boss-Loot, den ich gerade erklärt habe. Dazu wird es noch eine neue Pferderüstung geben, die ist blau. Wo sie hergestellt werden, also man kann sie herstellen, dazu linke ich euch auch gleich nochmal eine kleine Beschreibung dazu, da steht dann auch nochmal alles genau drin. Wo sie hergestellt werden kann, das weiß ich leider nicht, habe ich auch nicht eruieren können, also da muss man sich erst überraschen lassen. Die neue Elefantenrüstung für den Miniaturelefanten wird auch Einzug halten, da habe ich auch nichts drüber gefunden. Die wird vielleicht eintauschbar sein oder herstellbar, genauso wie die Pferderüstung, also da konnte ich leider nichts dazu weiter herausfinden. Wichtige neue Änderung, die noch kommt, das sind die neuen Kristalle. Und die neuen Kristalle sind quasi in mehrere Stufen oder Versionen unterteilt. Ne? Also es gibt sozusagen drei Stufen jetzt bei den Kristallen. Das ist einmal Jin, Bon und Won, so nennen die sich. Kann auch sein, dass sich das im deutschen Klienten ein wenig ändert. Und was benötigt man dafür oder wie kann man sie bekommen? Man braucht erstens einen orangenen Black Magic Crystal. Also das kann Harpia sein, Gobelinus sein und so weiter. Dazu benötigt man 10 magische Fragmente und man benötigt die sogenannte Forest Fury oder auch Wildwut genannt, um eben halt so einen Kristall herzustellen. Und die ganzen Materialien, wenn man die hat, die mischt man dann zusammen oder durch Alchemie oder durch Zusammenschmelzen. Das habe ich auch nicht genau rausfinden können. Und man erhält einen neuen Kristall der Version Jin, Bon oder Won. Und das ist hier wiederum leider RNG. Also man hat keinen Einfluss darauf, welche Version man erhält. Ja, das kann verschiedene sein. Übrigens, die 10 magischen Fragmente erhält man zum Beispiel durch, wenn man einen gelben Magic Crystal oder Black Magic Crystal einschmilzt, dann bekommt man, so wie ich das gehört habe, 1 bis 2 dieser magischen Fragmente. Man braucht also 10. Eine Forest Fury bekommt man im Altar des Trainings und natürlich einen orangenen Black Magic Crystal. So, und dann kann man nur hoffen, dass man den richtigen irgendwann bekommt. Ja, auch hier linke ich euch eine kleine Beschreibung zu den Kristallen und schaut es euch an. Vielleicht hilft es euch ja. Ja. Damit wäre ich auch schon am Ende. Das wäre Karmasylph Part 1 am 27.09. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen und wir hören uns vielleicht. Macht's gut, euer Max. Ciao.